Ja, Herr Dr. Wirz, Sie sind Molekularbiologe und arbeiten in der Pathologie des St. Elisabeth Krankenhauses in Köln und haben einen weiteren Genexpressionsprofiltest erfunden namens Stratifier. Was ist das genau? Ja, Stratifier ist eine Abfolge von Tests sozusagen. Es ist der Versuch, im Gegensatz zur personalisierten Medizin zunächst zu gucken, um was für Subtypen von Brustkrebs es sich handelt. Und auch in den Guidelines, die dieses Jahr von St. Gallen publiziert wurde, ist ja klar benannt worden, dass Brustkrebs eine heterogene Erkrankung ist. Und bevor man die Detailanalyse macht, muss man erstmal wissen, in welcher Subgruppe von Brustkrebs man sich befindet. Und das ist der Breast Cancer Stratifier, also der Brustkrebs, Test, der sozusagen guckt, was für einen Subtyp an Tumor man hat. Und das ist eine wesentliche Entscheidungsgrundlage für die Brustkrebstherapiewahl geworden in diesem Jahr. Der Name Stratifier kommt also von stratifizieren, unterscheiden, oder? Ja, genau. Also die Überlegung ist, dass bei der personalisierten Medizin kann man ja tatsächlich das Individuum genau benennen. Und bevor man das Individuum genau vorhersagen kann, glauben wir, dass es eben einfacher ist, erstmal Gruppen zu bilden, die sich biologisch sehr ähnlich verhalten werden. Da gibt es auch nette Übersichtsarbeiten, ist auch im Ärzteblatt ist ein Artikel erschienen, dass die stratifizierende Medizin der eigentliche nächste Schritt sein wird. Und das ist unser kleiner Beitrag dazu. Also im Grunde die stratifizierende Medizin kommt vor der personalisierten Medizin. Ja, genau. Das ist im Prinzip sehr ähnlich zur Situation bei Lymphomen zum Beispiel oder anderen Tumorerkrankungen, die nicht solide Tumore sind, wo man schrittweise bis nachher ins molekulare Detail immer wieder in kleine Verästelungen guckt und dass man nachher der einzelnen Person genau sagen kann, welches Medikament hilft. Und das ist sozusagen der Anfang von einer Geschichte, die bei anderen Krebserkrankungen schon zu einer sehr guten Therapiekontrolle geführt hat. Und was haben Sie herausgefunden? Welche Gruppen gibt es da? Also, das haben verschiedene Gruppen, also Georges Perrault und verschiedene Gruppen haben bereits im Jahr 2000, 2001 festgestellt, dass es eben luminale Tumore gibt, dass es Was ist HER2-mal-positive. luminal? Woher kommt luminal? Ah ja, genau, das luminal bedeutet, dass es Hormonrezeptor-positive Tumore sind. Dann gibt es HER2-neu-positive Tumore, da sind bestimmte Regionen auf dem Chromosom vervielfältigt, da kann man zum Beispiel Herceptin geben. Und es gibt dann sogenannte triple-negative Tumore, die haben weder die beiden Hormonrezeptoren Östrogenrezeptor und Progesteronrezeptor, aber auch nicht den HER2-Rezeptor. Deshalb sind die dreifach negativ, triple-negativ. Das sind sozusagen Brustkrebse, die schwer zu fassen sind Ja, durch genau. Medikamente. Ja, genau. Das ist, Herr Professor Sinn hat mal gesagt, das sind die Multiple-Positiven eigentlich, die Triple-Negativen. Das heißt, eigentlich wissen wir gar nicht genau, was das für eine Subgruppe ist. Und solange wir das nicht genauer wissen, was da positiv ist, fasst man die in für ein Sammelsurium, sage ich mal so, dessen, was da nicht drin ist. Aber sehr wohl gibt es da kleinere Gruppen, die sehr unterschiedlich sind. Eine Gruppe, zum Beispiel die Apokrinentumore, sind diejenigen, die den Androgenrezeptor produzieren. Das macht ungefähr 30% der triple-negativen Tumore aus. Aber Androgen, wenn ich Androgen höre, denke ich eigentlich an Männer. Gibt es das auch bei Frauen? Genau, das haben wir auch untersucht. Zusammen mit der Universität Hamburg haben wir festgestellt, dass der Androgenrezeptor sehr wohl auch bei Brustkrebs vorhanden ist und dass der eine Rolle spielt in eigentlich in allen drei Subgruppen in dem Fall sogar, also sowohl bei den luminalen, also den Hormonrezeptor Östrogen und Progesteronrezeptor positiven, vor allem aber auch bei den HER2-neu-positiven und auch bei den triple-negativen. Das Interessante ist, dass diese ja, Testosteron gibt es auch bei Frauen auf einem niedrigeren Wert, aber dieser niedrigere Wert ist durchaus entscheidend. Und Testosteron ist die Vorstufe von Östrogen bei Frauen. Und das entscheidende Enzym, das diese Vorstufe zu dem aktiven Östrogen macht, ist ein Enzym, das heißt Aromatase. Und das ist ja auch ein Ziel in der Brustkrebstherapie. Also die Aromatase-Hemmer hemmen gleichzeitig auch das Testosteron. Ja, sie führen biochemisch betrachtet eher zu einer Anreicherung vom Testosteron in den Das ist aber Zielgeweben. natürlich blöd, oder? Das ist eine sehr wichtige Untersuchung, müssten hier gemacht werden, dass man, weil die Überlegung ist die, es gibt Zellkulturmodellsysteme vom Baylor College, die untersucht haben, was wird eine erhöhte Expression des Androgenrezeptors zum Beispiel bewirken. Und da wurde festgestellt, dass das mit einer Tamoxifenresistenz verbunden ist. Oh.
Und jetzt ist natürlich die Hypothese, die ist nicht überprüft, das müsste man in klinischen Studien überprüfen, aber die Hypothese ist natürlich die, dass bei bestimmten Tumoren, die auch den Androgenrezeptor produzieren, wenn man da Aromatase gibt, dass es da gegebenenfalls auch negative Auswirkungen haben könnte, da ja eine Resistenzbildung sozusagen provoziert wird. Verstehe, aber der Androgenrezeptor wird ja gar nicht getestet. Der Androgenrezeptor wird bisher nicht getestet. Warum bitte? Ja, ich glaube, da müssten sich die Gynäkologen emanzipieren. Bei den Urologen letztendlich wird er allerdings auch nicht getestet. Da wird einfach angenommen, er ist da, da er tatsächlich auch in der Vielzahl der Prostatakarzinome deutlich exprimiert wird, dass man es gar nicht mehr testet. Dann nimmt man als Surrogatmarker für die Androgenrezeptoraktivität häufig das PSA, ein Serumlevel. Aber es wird doch heute so viel getestet. Warum wird nicht das getestet, was wirklich wesentlich ist? Ich glaube, es könnte vielleicht sein, dass es eine Art Denkblockade gibt oder dass auch die fehlende Interdisziplinarität manchmal zwischen den Entitäten überbrückt werden muss. Und manchmal sind es vielleicht manchmal Biologen, manchmal auch andere, die da in verschiedenen Entitäten arbeiten, die dann einfach diese Brücken dann bewerkstelligen können. Und wie viele Patientinnen gibt es, die diesen ominösen Androgenrezeptor haben, insgesamt, egal von welcher Subgruppe? Also je nach Studienlage, also ich würde mal schätzen, auch ähnlich oft wie den Östrogenrezeptor, bei 70% der Brusttumore ist der vorhanden. Was kann die Patientin tun, um sich bitte sehr Gewissheit zu verschaffen, habe ich den oder nicht? Also ich würde es testen lassen. Ich habe auch genommen, man kann das sowohl immunhistochemisch eigentlich testen lassen, man kann es aber auch auf mRNA-Ebene testen lassen. Das ist Ihr Verfahren, das oder? Ist unser Verfahren, genau, dass wir das im Rahmen des Breast Cancer Stratifiers eigentlich alle Hormonrezeptoren dieser Familie, also den Östrogenrezeptor, den Progesteronrezeptor und den Androgenrezeptor zum Beispiel messen. Diese Information ist direkt dabei. Und es gibt auch schon erste Studien, die jetzt die Relevanz untersuchen von dem Androgenrezeptor, was die Therapie angeht, dass man eben gezielt versucht, bei triple-negativen Tumoren, die den Androgenrezeptor haben, dass man da versucht, mit einer Antitestosteron-Therapie zu agieren. Da hat man dann wieder doch etwas zum Fassen. Genau, das ist eine neue Therapieoption letztendlich, die gar nicht so neu ist, weil sie im Prostatakarzinom eigentlich seit Jahrzehnten angewendet wird. Das heißt, die Verträglichkeit und die Nebenwirkungen sind natürlich auch bekannt, wobei man natürlich jetzt im Rahmen von Studien gucken wird, wie sich das bei der Frau auswirkt. Was würden Sie denn jetzt raten, was soll eine Patientin tun? Also wenn sie diesen Androgenrezeptor hat, wenn also bei Ihnen herauskommt oder beim anderen Pathologen, ich habe den. Was kann die machen? Zunächst einmal ist der Androgenrezeptor ein sehr starker prognostischer Faktor, sowohl bei den luminalen Tumoren, aber auch bei den übrigen Tumoren. Das heißt, prinzipiell, wenn er da ist, ist es assoziiert mit einer besseren Prognose. Das ist ja schon einmal erfreulich. In der Rückfallsituation gegebenenfalls und wann das genau stattfindet, wie weit die Studiensituation da ist, hätte man zumindest eine zusätzliche Therapieoption, die man mit dem Onkologen dann besprechen könnte. Aber müsste dann diese Patientin, wenn sie den Androgenrezeptor hat, nicht sofort ihre Aromatasehemmer absetzen? Wir denken, dass es eigentlich sinnvoll wäre, eine kombinierte Therapie bei hormonrezeptorpositiven Tumoren zu testen. Dass man nicht nur den Östrogenrezeptor blockiert, zum Beispiel durch die Aromatase, sondern dann eben auch gleichzeitig den Androgenrezeptor, wenn er denn vorhanden ist. Durch ein Mittel, was heute bei Prostatakarzinom angewendet wird. Durch ein altbekanntes Mittel, was bei Prostatakarzinom angewendet wird. Wie heißt das? Casodex, glaube ich. Und andererseits wäre es natürlich auch interessant, und da müssen einfach noch weitere Untersuchungen stattfinden. Bei Frauen ist es letztendlich so, dass die Werte an Testosteron sind niedriger, werden aber wesentlich durch den Eierstock in dem Fall produziert. Und das ist ein Regelmechanismus, der auch über GnRH-Analoga letztendlich blockiert werden könnte. Können Sie kurz mal sagen, was GnRH-Analoga sind? GnRH-Analoga sind letztendlich also Strukturen, die sehr ähnlich sind zu einem Hormon, das im Körper letztendlich bewirkt, bei der Frau aus dem Hypothalamus gebildet, dass im Eierstock vermehrt Vorstufen zum Beispiel von Östrogen produziert werden, eben unter anderem das Testosteron. Gibt es irgendwelche natürlichen Medikamente oder natürliche Stoffe, die diesen Testosteronspiegel senken? Ja, wir haben ja extra geguckt, was es noch für Alternativen gibt, die man als Off-Label-Use nehmen könnte.
Und wir haben festgestellt, oder die Uni Graz hat eine sehr schöne Studie gemacht, die hat sich die jahreszeitlichen Schwankungen von Testosteron im Serum oder im Blut von Frauen angeschaut und festgestellt, dass es einen engen Zusammenhang gibt zwischen Sonnenlicht und Vitamin D und dem Testosteronwert. Und das ist natürlich eine interessante... Wann ist er, bei Sonne ist er niedrig? Also genau, wenn die Sonne scheint, sinkt er ab. Das ist genau gegenteilig zu der Situation bei Männern. Also viel Sonne senkt den Testosteronwert. Gleichzeitig ist der Testosteronwert auch assoziiert, der gesenkte Testosteronwert, mit verminderten Depressionen und auch mit anderen emotionalen Lage, also vielleicht auch aus anderer Hinsicht interessant. Das erinnert mich jetzt an eine Beobachtung. Ich hatte im Winter immer erhöhte Tumormarker, sei es der CEA, sei es der CA15-3. Und dann habe ich mir immer gedacht, gut, das ist jetzt mein Wintertumormarker. Das könnte ja auch eine Bestätigung dessen sein, was Sie jetzt gerade sagen. Ja, ich denke, es wird interessant sein, also es wäre interessant, wenn man eigentlich drei Faktoren diesbezüglich anschaut. Einmal natürlich, inwieweit Androgenrezeptor in dem Tumor vorhanden ist, gleichzeitig auch, wie die Testosteronwerte zu den verschiedenen Jahreszeiten sind und auch, wie die Vitamin-D-Situation ist. Auch Vitamin-D kann maßgeblich auf den Testosteronwert offenbar einwirken. Also ich beauftrage Sie jetzt im Namen von Mamazone, sich die entsprechenden Studienpartner für diese interessante Fragestellung zu suchen. Ich werde mein Bestes tun. Danke für das Gespräch. Bitteschön.